Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Weiter geht's mit Haskell. Dieses Mal wollen wir die Rekursion uns angucken, genauer. Ja, letztes Mal haben wir so quasi die Basic Syntax gelernt. Ich hoffe, ihr habt seitdem ein bisschen rumprobiert. Das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Danach kommt man immer besser damit klar, weil es halt einfach auch sehr, sehr lesbar ist. Also zumindest, wenn man Englisch kann und ein bisschen halt an die Syntax gewohnt ist. So, was wir jetzt dieses Mal machen wollen, wir wollen ein Programm schreiben, das sich selbst wieder aufruft. Das nennt man Rekursion. Habe ich euch in Java auch schon gezeigt. In Haskell funktioniert das Ding ganz ähnlich. Allerdings möchte ich hier euch noch zeigen, wie sich das alles auswertet. So, fangen wir mal an. Ich nenne das ganze Ding einfach mal Fakul für Fakultät. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Oder halt in Java gemacht. Da haben wir ein n und wir wollen zurückgeben, wenn n. Oder wir machen es, nein, wir machen es mit if. Ich mag if mehr. Wenn n 0 ist, dann geben wir was zurück? Geben wir 1 zurück. Und ansonsten, also hier if else kann man alles in eine Zeile packen übrigens. Das braucht ihr nicht mal irgendwie zu beachten. Also wenn ihr hier so macht, dann könnt ihr das genauso machen. Ist allerdings nicht ganz so übersichtlich. Ich mag das lieber so. Deswegen packe ich das mal so hin. So, und wenn n nicht gleich 0 ist, dann sagen wir n mal die Fakultät von n minus 1. Gut, Semikolon und so weiter brauchen wir ja logischerweise auch nicht. Wisst ihr hoffentlich noch aus dem letzten Mal. Und jetzt möchte ich euch gerade mal zeigen, wie das ausgewertet wird. Also ich möchte euch erstmal zeigen, dass es funktioniert. So. Ja, und jetzt sagen wir die Fakultät von 5. 120. Könnt ihr gerne mal nachrechnen, sollte eigentlich nicht falsch sein. Also, wenn Haskell kompiliert, dann ist es meistens relativ wahrscheinlich, dass es auch stimmt. Das ist das Schöne dran. Wenn es nicht kompiliert, dann hat man eher seine Probleme. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie das sich das Ganze auswertet. Also, Fakultät, ich fange mal bei 3 an. Fakultät von 3, das können wir ja im Kopf mal machen. 3 mal 2 mal 1 ist 6. Ja, also die Fakultät von 3 wird erstmal ausgewertet wie folgt. Das ist erstmal hier oben. Wir gehen ja nicht in den if-Fall rein. Das sagen wir hier n, also 3 mal Fakultät von n minus 1, also Fakultät von 2. Also 3 mal Fakultät von 2. Gut, das wiederum wertet aus. Achtung, hier wird noch nicht gerechnet, ne? Da steht einfach nur 3 mal Fakultät von 2. Okay. Also Haskell intern wertet das so aus. Und dann sagen wir hier 2 mal Fakultät von 2. Von 1. Und dann sagen wir hier 3 mal, hier sollten vielleicht die gleich sein, 2 mal, dann sagen wir hier nochmal eine Klammer, einmal, und jetzt wird es langsam unübersichtlich, ich weiß schon, und dann sagen wir hier Fakultät von 0. Und hier wird dann angefangen, hier wird dann erstmal das noch ausgerechnet, also ich kopiere den ganzen Schritt hier gerade mal. Hier so, und Fakultät von 0, sagen wir hier oben, ist 1, okay. So, und jetzt wird aber erst angefangen mit auszurechnen. Hier haben wir bisher wirklich nur das hier rausgekriegt. Und jetzt rechnet der Compiler im nächsten Schritt eben 1 mal 1 aus und dann im nächsten Schritt 2 mal 1 und dann im letzten Schritt 3 mal 2. Das heißt, wir haben hier wirklich ja, einiges an Laufzeit. Nämlich genau genommen, hier kommen ja noch ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte dazu. Das heißt, wir haben hier 3 plus eben die Schritte, die wir hier schon gemacht haben. Also wir haben da schon einiges an Laufzeit. Und was man deswegen oftmals macht, also das kann einem tatsächlich einiges verhageln, man rechnet mit irgendwelchen Akkumulatoren. Also sagen wir hier Fakultät 2 von n ist gleich und dann sagt man, man nimmt einen gewissen Akkumulator, der halt dann am Schluss das Ergebnis ist und rechnet mit dem die ganze Zeit. Also Akku von n und dann nennen wir ihn von mir aus, also was war es, 1 am Anfang. So, und jetzt komme ich zu dem nächsten Schlüsselwort, where.
Dieses where bedeutet, wir haben diese Funktion Facul Acu nirgendwo definiert bisher und definieren sie uns auch nicht weiter unten. Und wollen Sie jetzt aber hier für diesen Fall, also wenn wir hier in Fakultät 2 drin sind, für diesen Fall wollen wir sie uns definieren. Das ist einfach eine neue Funktion, auf die wir zugreifen können, aber nur innerhalb von der Funktion, wo wir sie definiert haben. So, dann sagt man hier eben where Facul Acu. Und dann nennen wir das ganze Ding n und wir nennen es ak oder akku. Und dann sagt man hier natürlich wieder gleich wie bei jeder Funktionsdefinition. So, wenn n gleich 0 ist, dann geben wir was zurück? Naja, unseren Akkumulator, weil der soll ja unser Ergebnis speichern, also unser Zwischenergebnis sozusagen, dass wir weniger Schritte brauchen. Okay. Und ansonsten, ich packe das jetzt tatsächlich hier mal alles in eine Zeile. Ach so, ich hoffe, ihr könnt es überhaupt vernünftig lesen. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen größer. So ist, glaube ich, schon einiges besser. So, jetzt machen wir weiter. Und zwar, wir wollen, wenn wir hier den Akkumulator haben und wenn wir hier den Akkumulator zurückgeben, dann müssen wir hier natürlich auch irgendwas noch mit dem Akkumulator machen. Denn am Anfang ist er 1. Okay, das heißt, wir sagen Facul Akku von, ja, wir müssen unser n irgendwie kleiner kriegen, also n minus 1 hier. Und dann müssen wir hier natürlich noch n mal auf unser Ergebnis draufrechnen. Unser Ergebnis soll ja der Akkumulator sein. So, und dann haben wir es schon. Das ist quasi unsere Fakultätsfunktion mit einem Akkumulator, damit wir einiges an Laufzeit sparen. Weil das rechnet sich jetzt quasi direkt aus. N mal Akku wird jedes Mal sofort ausgerechnet. Weil Akku einfach ja eine normale Zahl ist und n auch und nicht eine Rekursion. Also da gibt es keinen Funktionsaufruf, wie es eben bei diesem Facul vorher gab. Und hier das hier wird dann einfach jedes Mal ausgerechnet hier, weil wir das ja brauchen, um Facul Akku überhaupt auszuführen. Ja. Und so kann das Ganze schon deutlich schneller laufen. Das ist sozusagen das Pendant zur dynamischen Programmierung, was wir in Java auch schon kennengelernt haben. Gut, ja, wollen wir es noch ausführen? Ich denke nicht. Das glaubt ihr mir, glaube ich. Dass das alles stimmt. Wir können es aber trotzdem mal machen. Wir sagen hier Facul von 5 war 120 und hier oben sagen wir einfach dann Facul 2 von 5 ist auch 120. Also es funktioniert beides in gleichem Maße. So, sehr schön. Okay. Dann werden wir schon wieder fertig für dieses Mal. Nächstes Mal geht es weiter mit, ja, wahrscheinlich mit Listen. Weil, hey, Listen sind ziemlich böse und ziemlich aufwendig. Die sind in Haskell sozusagen das A und O, was man eigentlich benutzen möchte am Schluss. Okay, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.